Hallo ihr lieben Kreativen, ja wunderbar, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich echt riesig. Vielen Dank an alle, die mein letztes Video angesehen haben und kommentiert haben und bewertet haben und vielen, vielen Dank dafür. Ja, das ist jetzt die Idee, die ich jetzt in dem Beitrag hatte von gestern. Das sind jetzt so Gartenstecker mit Pflanzen und ich finde die richtig, richtig cool. Ich finde die wirklich toll. Ist mal einfach auch was anderes. Und wie die funktionieren, das zeige ich euch jetzt. Und ich habe sogar die Variante mit Wald. Und ich habe dann noch ein bisschen, ja, eine andere Variante. Die werde ich wieder ein bisschen maritim ausgestalten. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, bis gleich. Gut, die erste Variante, die ich machen möchte, wäre diese Waldgeschichte. Es ist auch von der Konstruktion ein bisschen was Einfacheres und damit starten wir jetzt einfach mal. Wir brauchen hier erstmal solche Drähte. Die habe ich bespannt oder verdreht mit diesem Paketband oder Packband. Geht ganz einfach mit einem Akkuschrauber. Also ihr braucht schon für diese Variante, die ich jetzt zuerst machen möchte, braucht ihr ja 8 Stück. 8 Stück solltet ihr machen. Und zwar habe ich hierher genommen einen Steckdraht, einen blau geglühten Steckdraht. Von der Stärke ist es ein 18er. Wir haben ja schon ein ziemlich, ja, wir haben ein bisschen Gewicht oben dran und dementsprechend eine Stärke von Draht müsst ihr euch dann halt auch, ja, den müsst ihr euch dann aussuchen oder auswählen. Ich habe mich jetzt für den hier entschieden, weil der einfach jetzt so zum Verarbeiten sehr schön gerade ist und man den aber gut verbiegen kann. Genau, und damit ihr, wenn ihr jetzt die 8 Dinger hier machen müsst, solche hier, nicht ewig wickeln müsst und drehen müsst und ja, gibt es da eine ganz einfache Geschichte. Und zwar nehmt ihr euch hier so einen Akkuschrauber her und spannt den Draht ein. So, das geht eigentlich auch ganz einfach. So, damit er so hier so gut fixiert ist. Genau, dann nehmt ihr euch. Ich habe jetzt so für diese, er ist relativ lang, der Draht, für diese Geschichte ungefähr die Hälfte. Das müssten so, ja, 25 cm in etwa sein. Aber das ist dann natürlich auch abhängig vom Gefäß, was ihr hernehmt, wie groß das Gefäß ist. Und ich nehme jetzt einfach hier das Ende oder den Anfang von diesem Packband und klebe mir das jetzt hier einfach mal ein bisschen fest. Zieht es an, das ist jetzt nur mal so eine Hilfe. Ihr könnt es aber auch direkt festbinden, das zeige ich euch dann auch gleich. Und mache hier mal die Stufe 1 ein bisschen langsamer. Dann nehme ich mir hier dieses Paketband so in die Hand, nehme den Zeigefinger unter meinen Draht und der Daumen, der führt ein bisschen. Und dann kann das eigentlich schon losgehen. Und das müsst ihr einfach ausprobieren, ein bisschen mit Gefühl. Und umso öfter ihr das macht, umso schneller geht es dann auch, umso fixer. Und wickel da jetzt ganz einfach dieses Paketband um den Draht. Wenn ihr am Ende seid, haltet es ein bisschen fest. Ich habe mir jetzt hier zur Hilfe einfach auch diesen Heißkleber hergenommen. Den müssen wir aber nachher, weil wir ja eine Außendeko haben und weil es ja doch nass werden kann, einfach nochmal mit dem Draht fixieren. Genau, ziehen wir das hier jetzt so ein bisschen an. Das zeige ich euch vielleicht am besten hier gleich. Schneiden wir uns das hier ab. Die Spitze, wenn die, Verzeihung, die Spitze, wenn die jetzt nicht komplett so irgendwie abgedeckt ist von dem Draht, das ist gar nicht so schlimm. So, dann nehmen wir uns einfach hier, ich habe jetzt hier so einen Wickeldraht, der ist so ein Papierdraht, das finde ich nämlich jetzt ganz schön, das ist auch relativ natürlich. Wickel mir den einfach zweimal rüber und verdrehe mir den ganz fest. Dasselbe macht er am Anfang auch. So, zweimal rundherum, gut verdrehen.
abschneiden, fertig. Und so geht es eigentlich relativ schnell. Schaltet um, löst den Draht wieder und hier habt ihr euren ja, Dekodraht, den wir jetzt hier hernehmen, um uns dieses Gerüst zu bauen. Gut, ich habe jetzt hier für die Idee, das sind so Rundhölzer. Wenn ihr natürlich auch irgendwelche Metallstäbe habt oder so, die könnt ihr genauso verwenden. Also überhaupt kein Problem. So, was wir brauchen jetzt noch, das ist ein gutes Klebeband, also was recht gut klebt. Wir legen uns jetzt hier diese Drähte einfach an. Schau, dass die Drähte so gerade wie möglich an diesem Holzstab runtergehen. Jetzt muss ich mal kurz drehen. Nehmt das Klebeband und macht einfach mal so die erste Fixierung von den dreien. Nehmt die nächsten. Also für diese Gestaltung reichen 8 Stück. Für die weitere, die nächste Gestaltung, die ist ein bisschen kniffliger. Da brauchen wir dann auf jeden Fall 10. Die zeige ich euch dann nachher aber auch noch. Ich fange jetzt hier ja mit dieser Waldgeschichte einfach an. Da fand ich jetzt eigentlich das mit dem Paketband ganz schön. Das hat mir recht gut gefallen. So diese Natürlichkeit, das finde ich ganz toll. So, das können wir noch ein bisschen schieben. So. Und verdrehen wir das hier. Wir haben jetzt hier, bis hierher ist jetzt dieser Holzstab. Ihr könnt es gerne noch ein Stückchen nach oben machen. Ruhig noch ein Stückchen weiter nach oben fixieren. Und entweder ihr fahrt jetzt komplett runter mit dem Klebeband. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt es dann auch einfach abnehmen und hier unten dann noch mal fixieren ein bisschen. Zu dem Abwickeln von den Drähten, da könnt ihr auch, egal was ihr einfach gerade da habt, ich habe jetzt dann nachher noch für die andere Konstruktion in Bast hergenommen, ist auch sehr schön. Da kann sich alles Mögliche, ihr könnt auch ein Garn nehmen oder was euch ganz gut gefällt. Da ist da der Fantasie oder da ist dann auch, da gibt es einfach auch keine Grenzen von der Gestaltung her, wie ihr das möchtet. So, jetzt haben wir so hier diese Konstruktion. Schaut natürlich nicht so doll aus. Was ihr jetzt machen könntet, ihr könntet jetzt diesen Stab auch in den Akkuschrauber drehen, aber so lange Arme habe ich nicht. Oder also wenn ihr zu zweit seid, dann könnt ihr das gerne machen, dass einer den dreht, einer führt dann natürlich das Band. Aber so lange Arme habe ich nicht, also muss ich das jetzt einfach hier so machen. Und wickel das jetzt hier mit dem Paketband von Hand ab, damit es einfach auch ein bisschen schöner aussieht. Wenn ihr dann so den Draht soweit verdeckt habt, ihr könnt es aber auch bis ganz runter, das ist aber auch komplett Geschmackssache, wie ihr das möchtet. Haltet es gut fest, schneidet es ab. Ihr könnt es auch nochmal unterstützend einfach festkleben, wenn ihr euch da ein bisschen leichter tut. Ich nehme jetzt einfach das Ende, nehme es ein Stückchen nach oben, fixiere mir das hier mit dem Daumen und nehme hier einfach nochmal diesen Draht her, wickel den 2-3 Mal ganz fest rundherum, dass das auch wirklich gut fest ist und dass sich das nicht lockern kann. Und dann ist es doch eine runde Geschichte. Ihr könnt das Ende auch gerne noch mal ein bisschen mit einer Zange zudrehen. Das finde ich jetzt eigentlich auch ganz gut, wenn man das so noch mal macht. Schaut bloß, dass ihr nicht zu fest dreht, dass euch der Draht dann nicht abreißt. So, oben mache ich das jetzt auch noch mal. Ich habe es zwar ganz gut verdreht, aber sicher.
So. Gut, die Enden dann nach oben schieben, dass ihr euch nicht verletzen könnt, dass ihr euch nicht in den Draht. So, jetzt sind wir soweit. Wie soll ich es denn? Ich schau mal, ich hoffe mal, das kann man gut sehen. Ich denke, ja. Ich stelle mir das jetzt einfach so vor mich hin. Dann seht ihr das, glaube ich, ganz gut. Oder nehmt ihr das so zwischen die Beine. Und jetzt fangt ihr an, diese Drähte auseinander zu biegen. Dann habt ihr hier so dieses Sonnenschirmgestell oder Regenschirmgestell, wie auch immer. Jetzt nehmen wir das mal kurz auf die Seite, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe mich jetzt hier für so einen Tontopf entschieden, den lasse ich jetzt auch bewusst so in Natur, in diesem Terra, das finde ich ganz schön, so naturbelassen. Drehe mir den hier auf den Kopf. So, dann nehme ich hier den Topf, so. Nimm hier die Mitte, da wo der Stab ist, rück hier an dieses Pflanzloch ran. Das passt dann schon. Und wenn ihr jetzt hier die Stäbe so ungefähr so gleichmäßig verteilt habt, wie es geht, zieht euch das am besten, weil die Drähte ja relativ lang sind, zieht es euch zur Tischkante vor. Jetzt hoffe ich, dass ich euch das zeigen kann, dass ihr das trotzdem gut sehen könnt. Ich gehe mal so ein Stückchen rüber und fangt an, hier die Drähte nach unten zu biegen. So, einfach so weit, wie es geht. Ich muss es natürlich jetzt kurz so zu mir ziehen. Ich zeige euch das dann gleich. So, wenn ihr jetzt die Teile an Drähte habt, könnt ihr das auch mal umdrehen und so vor euch herstellen. Da seht ihr auch dann hier die Mitte von dem Holzstab. Und jetzt biegt ihr einfach hier diese Drähte um. Also ihr könnt es auch wirklich so machen. Ihr müsst es gar nicht mal so kopfüber nehmen. So funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Und dann haben wir eigentlich das Gröbste schon geschafft. Und dann haben wir hier unseren Topf mit dem Draht und das hält wirklich sehr, sehr gut. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass der irgendwie umfällt. Drum solltet ihr auch bei dem Draht, den ihr hier oben verwendet, wirklich schauen, dass er mindestens, wenn es ein Eisendraht ist, mindestens ein 18er Draht ist. Beim Aludraht weiß ich jetzt nicht, der ist relativ weich, das müsst man aber dann einfach ausprobieren. Nicht, dass das euch dann hier rechts und links, aber der ist wirklich super. Also, da könnt ihr jetzt auch den hier machen, upsi, so. Also wirklich richtig, richtig, richtig toll. Ja, zum Ausdekorieren. Ich habe mir jetzt hier im Garten einen Farn ausgestochen. Ich habe hier jetzt so diesen Farn. Hier, den habe ich vorne. Wenn ich dran denke, mache ich mal noch ein Bild und zeige euch das mal. Der hat sich recht gut vermehrt. Finde ich sehr schön. Ich habe mir jetzt da einfach mal einen abgestochen und mir hier jetzt mal eingetopft. Nehme den, habe ihn vorher natürlich noch gut gewässert und stelle ihn jetzt samt dem Topf hier rein. Und dann könnt ihr das eigentlich auch schon ausdekorieren. Waldtechnisch finde ich es eigentlich ganz schön, wenn wir da ein bisschen was auch mit Materialien, die im Wald vorkommen, hier hernehmen. Ihr könnt euch da ein Moos hernehmen, legt euch das dann hier einfach so mal oben drauf. Das finde ich jetzt ganz schön, so den ein bisschen in Waldboden imitieren, damit euch das jetzt nicht wegfliegt. Fixiert es eigentlich mit dem Draht. Auch noch, ich habe jetzt hier mal noch den dicken, ihr könnt dafür auch einen dünneren nehmen oder Krampen oder was ihr einfach auch gerade zur Hand habt. Mach mir hier so diese Haarnadel und fixiere mir die hier so ein bisschen, dass das Moos da beim nächsten Windstoß uns nicht einfach wegfällt. Dann nehmt euch auch einen dickeren Draht her. Dann nehmt ihr euch so ein Stückchen Draht, biegt den im oberen Bereich einfach mal so, dass ihr hier wie so einen kleinen Haken habt. Nehmt ihr euch, die Schnecke und macht so tief wie es geht Heißkleber rein.
und legt den Draht auf den Heißkleber und fixiert es mal nochmal mit Heißkleber. Was ihr machen könnt, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig, ihr könnt auch ein kleines Stückchen Moos hernehmen, passt aber bitte auf eure Finger auf und dann könnt ihr das dann noch so ein bisschen andrücken und dann geht es auch relativ schnell vom Halten her und die Hitze kommt auch hier durch die Schnecke durch, da müsst ihr echt aufpassen. So. Wenn ihr das denn dann soweit habt, habt ihr dann hier wie so einen Stecker und wenn ihr den so reinsteckt, dann passiert der Schnecke auch nichts. Dann sollte die auch nicht vom Draht hier abfallen. So. Genau, gut, dann hör mal auf, weil sonst kann ich nicht mehr aufhören und ich bin da immer und huddel, wuddel, wuddel. Und dann machen wir einfach gleich Nummer 2. So, die nächste Idee ist jetzt ein bisschen komplexer. Ich habe das hier jetzt mal in klein versucht als Windlicht. Wollte das eigentlich kombiniert machen, auch mit diesem DIY. Ich denke, dass das aber einfach zu zeitintensiv ist und ich da ein extra Video machen werde, was ich denn mit diesen Teilen hier vorhabe, so als Windlicht. Das finde ich eigentlich ganz süß, finde ich ganz nett, so als Terrassentischdeko. So, das finde ich eigentlich ganz hübsch. Aber vom Prinzip her möchten wir jetzt so diese, ja, ich sage jetzt mal Netztechnik machen. Und das probieren wir jetzt aus, weil ich das jetzt in groß noch nicht gemacht habe. Für mich ist es jetzt auch Premiere. Und ja, wir schauen einfach mal, ob das klappt. Ich habe mir hier ebenfalls einen Tontopf hergenommen. Ich habe den nur etwas mit weißer Kreidefarbe hier so mit dem Schwamm angetupft. Ihr könnt es dann natürlich auch noch lackieren oder mit einem Klarlack, dass es einfach auch ein bisschen besser hält. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Beständigkeit zu Tontöpfen ist mit dieser Kreidefarbe, aber ich fand das jetzt ganz schön, wenn wir so das Thema, dieses maritime Thema haben mit diesem Weiß, fand ich das ganz toll. Stelle ich mal kurz auf die Seite, ich habe das hier jetzt auch schon vorbereitet, das System ist genau dasselbe, nur habe ich hier für diese Drähte, ich habe auch diese 18er Drähte hergenommen, habe ich einen Bast genommen und mit dem Bast habe ich die Drähte umwickelt, ganz genau gleich, so wie ich es euch am Anfang gezeigt habe mit diesen Packband, auch von der Befestigung her genau gleich. Damit euch der Bast nicht reißt, würde ich euch empfehlen, den ein bisschen in Wasser einzulegen, dann wird er auch ein bisschen elastischer und dann könnt ihr den eigentlich ganz easy auf diesen Draht aufschrauben, aufdrehen. Genau. Ich habe jetzt bloß für diese Technik 2 Drähte mehr hergenommen, da braucht er schon 10 Stück, die braucht er auf jeden Fall. Ja, wir nehmen uns hier jetzt diese Drähte, das machen wir jetzt vom Prinzip her genau das gleiche. Wir machen uns jetzt hier wieder so ein Schirmgestell, machen uns diese Drähte hier so auf, schauen, dass sie so ungefähr gleich verteilt sind. Jetzt hoffe ich, dass das vom Platz her passt und vom Zeigen. So, und dann sieht es natürlich so aus. Das habe ich euch vorhin ja schon bei dem anderen gezeigt. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Und zwar müssen wir das jetzt ein bisschen verdrahten. Was ihr jetzt macht, ihr nehmt jetzt immer den Nachbarn von den Drähten und verdreht die mal einmal. So, nochmal Nachbar. Einmal verdrehen. So, der Nachbar nochmal verdrehen und das macht er jetzt hier einfach rundrum mit allen 10. Oh, hier ist der zweite, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe mich schon verzählt. So, einmal verdrehen, einmal verdrehen. So, jetzt nehmt ihr euch die einzelnen, also das Pärchen jeweils her, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich mir nicht die Augen ausstopfe hier. Und ich nehme jetzt hier meine Finger hier zur Hilfe und berühre mir die. Ich gehe jetzt hier einfach zwischen die Drähte durch und biege mir so eine leichte Rundung, so dass die
beiden Drähte, also das Pärchen, so ein bisschen zueinander schaut. Leg mir eine leichte Rundung. Halt mir das jetzt hier mit den beiden Fingern fest. Geh ein Stückchen nach vorne und verdreh mir das hier. So, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, je nachdem wie dick euer Draht ist. Halt mir das fest und verdreh mir das jetzt ruhig zweimal. Genau, das macht er jetzt mit allen Pärchen, sage ich jetzt mal. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das ungefähr so aussehen. Es sieht jetzt für den ersten Moment ein bisschen komplex aus, ein bisschen schwierig aus, aber wenn man es mal so ein bisschen raus hat, ist es gar nicht so schlimm. Was wir jetzt machen, wir trennen die Paare jetzt voneinander und wir nehmen jetzt immer den jeweiligen Nachbarn von den Drähten, biegen uns die ein bisschen rüber und verdrahten die. Was wir vorher aber, bevor wir die verdrahten, machen müssen, wir nehmen uns unser Gefäß her und schauen mal so ungefähr, wie wir hier so in der Mitte sind und nehmen unser Gefäß mal her und biegen jetzt uns die Drähte vorher ein Stückchen nach oben. Genau, das hätte ich nämlich jetzt fast vergessen. Aber es ist ja auch mein erstes Teil und wenn ich das hinbekomme, dann bekommt ihr das auch hin und bieg mir das jetzt mal so hoch. Genau. Seht ihr? Dann habt ihr das so ein bisschen gleich nach oben und dann haben wir so in etwa ja diese Fläche hier auch für unseren Topf dann gleich da. Was ihr jetzt macht, wie zeige ich euch das jetzt am besten? Gut, ihr nehmt jetzt von den Pärchen jeweils immer eins her, immer mit dem Nachbarn, überkreuzt den und verdrahtet das. Also dreht es auch zweimal rundherum. Ich muss bloß mal gerade gucken, dass ihr das dann auch sehen könnt, was ich da mache. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und verdreht es zweimal. So, dann nehmt ihr hier den Alleingelassenen von dem Pärchen und vergesellschaftet den einfach mit dem anderen. Mit dem anderen einzelnen Kameraden. Und das muss auch gar nicht so in Perfektion sein, wenn die eine Stelle mal ein bisschen kürzer ist oder länger ist, ist es nicht so schlimm. Und so macht ihr das weiter. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal. Die Paare trennen wir wieder und führen dann einfach immer ein Draht mit dem Nachbarn zusammen, verdrehen das zwei, dreimal. Das muss jetzt auch wirklich kein perfektes Muster geben. Bin ich der Meinung, ihr könnt das dann auch ganz akkurat, wenn ihr das möchtet, auch ausmessen, aber ich finde, das muss gar nicht sein. So, wenn ihr dann noch mal rundherum seid, haben wir noch mal, jawohl, dann könnt ihr euch den Topf noch mal reinstellen. Schaut, dass er da gut unten reinkommt. Jetzt hat sich das Mikro verabschiedet. Ihr könnt ihn auch richtig dann reindrücken. Ihr könnt den Draht super formen noch. Was ihr jetzt machen könntet, dass ihr das oben habt, so wie ich das bei diesem hier gemacht habe, so diesen Abschluss, das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es jetzt auch hernehmen und könnt es hier reinbiegen in den Topf, also mit beiden, so diese Pärchen so rein. Dann habt ihr auch, finde ich, das mache ich jetzt, dann habt ihr nämlich auch einen recht guten Halt mit den Drähten. Und wenn euch die Drähte jetzt zu lang sein sollten, vergesst nicht vorher sie nochmal zum Fixieren mit einem Draht, dass euch dieses Gewickelte einfach nicht mehr aufgeht. Aber das könnt ihr wunderbar hier so reinschieben. Aber ich finde, das ist vollkommen okay. Das reicht so. Wir haben ja dann noch eine Pflanze oben am Rand. Und da braucht man, glaube ich, gar nicht großartig da noch was oben am Rand haben. So, dann sind wir eigentlich soweit ganz gut, so vom Optischen her, und das hält wirklich auch super. Also da könnt ihr auch, hier so sieht es dann im Innenbereich aus, wie gesagt, macht nicht zu viel Draht innen rein, so wie ich das jetzt gemacht habe, macht es vielleicht ein bisschen kürzer, aber ja, man unterschätzt es manchmal einfach, lieber ein bisschen länger als zu kurz, und finde ich richtig cool. So, jetzt dekorieren wir uns das noch geschwind aus. Ich habe jetzt hier so diese Mühlenbeck, ja, so wie
Und dann könnt ihr auch, ich habe jetzt hier mit einem ganz einfachen Bohrer, das war sogar ein Holzbohrer, ein ziemlich kleiner, habe ich hier ganz vorsichtig hier kleine Löcher in die Muscheln rein gebohrt und fädel mir die hier ein bisschen auf, dass ihr auch was für den unteren Bereich habt. Genau, dann hoffe ich, dass euch diese Idee gut gefallen hat. Wie gesagt, ich habe dasselbe noch als Windlicht in Miniatur und auch so diese Themengestaltung, auch so in diesem Maritimbereich und auch in diesem Waldbereich. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und das kann ich dann auch sehr gerne nochmal machen als DIY, wenn ihr da Interesse dran habt. Dann hoffe ich, ich habe nichts vergessen. Meistens fällt mir das dann im Nachhinein immer noch ein. Ich schreibe das dann auch gerne in die Beschreibung rein. Lest es einfach mal nochmal durch. Und dann sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde mich riesig freuen. Auch über eure Kommentare freue ich mich wirklich ganz toll. Auch das letzte Video kam ja super bei euch an. Und es freut mich irre, weil da wirklich wirklich, wirklich viel Arbeit immer dahinter steckt, so ein Video zu machen. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns doch hoffentlich bald wieder. Macht es gut, bis bald. Eure Sandra. Ja, jetzt hätte ich das unglaublich gern in die passenden Beete mit rein dekoriert. Aber die Erde ist mir einfach zu hart. Ich bekomme sie nicht rein. Also wir brauchen unbedingt dringend mal Regen. Ja, das mit dem Farn habe ich jetzt hier noch. Ich habe da unten noch mal hier einen Farn mit dazu gemacht. Da unten noch so einen langen Ast mit dazu. Ich habe das jetzt einfach hier so und so diese Übertöpfe rein. Bitte wundert euch nicht, das sieht ein bisschen chaotisch aus hier. Wir haben ja auch ein bisschen Baustelle, da muss noch was getan werden. Ich hoffe, dass sich das bald erledigt hat. Dann kann ich euch das vielleicht auch immer etwas attraktiver zeigen. Auch hier so das mit den Muscheln, das zeige ich euch nochmal. Ich habe hier auch nochmal ein bisschen von dem Gras mit dazu rein. Und dann finde ich das ganz cool. Jo, gut, dann wünsche ich euch unglaublich viel Spaß beim Kreativsein. Macht es gut. Bis bald. Eure Sandra.